Ein einzelner Stich in den Brustraum, praktisch Volltreffer mitten ins Herz. Da hat jemand sehr entschieden zugestoßen. Retro-Reisen auf den Spuren des Märchenkönigs. Neuschwanstein, Linderhof, Einkehr im Gasthof zur Post im Oberland. Fabian Schuck ist tot. Dieser Mann hat unser Leben zerstört. Hatte er eine Affäre? Ganz München wusste, dass Fabian mich betrogen hat. Sie beide waren auch ein Paar. Sind Sie wirklich so naiv? Ja, aber gestern Abend stand dann plötzlich diese Frau vor der Tür. Sie wollte ihre 50.000 zurück. 50.000? Schuck hat meinen Mann ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Die Frau Witte hat uns gesagt, wir sollen ihm ein bisschen Angst machen. Schon praktisch, wenn man die Jungs fürs Grobe gleich im eigenen Haus hat. Für sie stand viel mehr auf dem Spiel. Glaubst du an Wunder? Wunder gibt's immer wieder. Aber nicht in der Kriminalistik. Das ist aber seltsam. Eine geweihte Tatwaffe. Das hat man auch nicht alle Tage. Wir bieten allein. Löst man keinen Fall.